Was passiert mit mir? Wo muss ich hin? Wie wird es weitergehen? Meine Welt zerbricht. Ich will nach Hause. Ich habe Angst. So viele Menschen fliehen, wäre all das doch nie passiert. Die schwarze Katze ist bei mir. Warum sind heute so viele Menschen in der U-Bahn? Warum knallt es draußen? Warum bin ich nicht im Warmen? Wo ist mein Papa? Mama sagt, er muss arbeiten und kann nicht mit auf Urlaub. Aber ich glaube ja nicht. Viele um uns herum weinen und klagen. Das kann doch kein Urlaub sein. Lügt Mama mich an? Ich will nicht mehr weiter. Mama zieht mich die ganze Zeit an der Hand. Das tut weh. Wo gehen wir denn hin? Ich bekomme keine Luft. Es sind so viele Leute hier. Bomben knallen, Panzer fahren, niemand schläft. Wir sind auf der Flucht. Werden die Vorräte reichen? Werden wir es alle schaffen? Ich muss loslassen, meine Oma zurücklassen. Es ist so kalt in der Nacht und mein Rucksack ist so schwer. Ich werde eine neue Sprache lernen müssen. Eine neue Sprache in einem neuen Land. Vielleicht werde ich von meiner Mama getrennt. Vielleicht muss ich alleine weitergehen. Vielleicht sterben wir. Seit Wochen bin ich hier, seit Monaten. Jeden Tag bete ich, dass es meiner Familie gut geht. Wenn dieser Krieg doch nie passiert wäre. Diese Waffen, ich kann keine mehr halten, aber ich muss. Für mein Land, für die Menschen, für meine Familie. Hi Mom, I don't know if you can hear me. I'm still alive. I want to go home. Ihr schießt mit Bomben auf uns. Ihr schießt mit Bomben auf uns. Ihr schießt mit Bomben auf uns. The black cat is always with me. I'm gonna fight till the end. I will always love you. Someday we will be together again. Die letzten Worte meines Freundes. Sag meiner Familie, dass ich sie liebe. Warum kann die Welt nicht einmal friedlich sein? Meine Familie, wie es ihnen wohl geht? Haben sie sich schon an das neue Land gewöhnt? Wie sehr wünsche ich mir, sie doch einmal zu sehen. Wenn ich nur an vorletztes Jahr denke. Wir waren sorglos, ob unser Haus noch steht. Wir waren so sorglos. Dieser Scheißkrieg, da hat der liebe Putin ja wieder eine besonders tolle Idee gehabt. Irgendwann muss der Krieg ja aufhören. Ich wünschte, alles wäre wie früher. I don't know if you hear me. Was mache ich hier? Ich bin schuld, dass so viele Leute sterben. Ich bin schuld, dass Kinder ihre Eltern verlieren. In einem fremden Land zerstöre ich alles. Warum? Warum nur? Und warum ich? Und was ist mit meiner Familie, wenn ich sterbe? Was soll ich nur tun? Ich töte Menschen. Aber wenn ich es nicht mache, werde ich getötet. Ob du mich hören kannst? Kannst du mich hören? Ich weiß nicht, ob du mich hörst. Ich bin noch am Leben und ich würde so gern nach Hause kommen. Ich werde bis zum Ende kämpfen und ich werde dich immer lieben. Eines Tages sind wir wieder zusammen. Thank you.
ist mein Zuhause gewesen. Seit Tagen gehen wir durch ein Nirgendwo. Es ist so kalt und ich bin so wütend. Wie konnten sie nur? Wie konnten sie nur? Ob ich es hinaus aufs Land schaffe? Ich bin so wütend. Wie konnten sie nur? Mascha ist tot. Mascha Amini. Weil ihr Kopftuch verrutscht war und man ihre Haare sehen konnte. Deshalb wurde sie festgenommen. Am 13. September 2022 in Teheran, der Hauptstadt des Iran. 3 Tage später war sie tot. Wie soll es weitergehen? Unsere Körper eingehüllt in lange schwarze Gewänder, Haare und Köpfe eingewickelt in großen Tüchern, nur noch unsere Augen sichtbar. Männer dürfen mit uns machen, was sie wollen. Warum? Männer lassen uns nicht mehr zur Schule gehen. Warum? Ich habe so unfassbar viel Wut in mir. Ich habe so viel Wut in mir. Seit 2 Tagen bin ich bei den Demos dabei. Ich weiß, es ist gefährlich und wenn es schlimm kommt, bin ich im Gefängnis oder verschleppt oder noch viel schlimmer. Seit Beginn der Demos im letzten Herbst hört man jeden Tag Geschichten von Leuten, die verschwunden sind. Aber der Tod macht mir nicht mehr so große Angst wie damals am Anfang. Ich will, dass meine Kinder und Enkel ein besseres Leben haben, mit mehr Gerechtigkeit. Ich möchte, dass mein Sohn weiß, dass Frauen und Männer gleich viel wert sind. Wir wollen Rechte! Wir wollen Freiheit! Wir wollen Frieden! Wir müssen etwas tun. Wir müssen laut sein, bis sich etwas ändert. Was ist das für ein Leben? Was ist das für eine Welt? Wir wollen das nicht! Für Frauen, Leben, Freiheit, Frieden! Für die Wärme eines Lebens in Geborgenheit. Für Küssen und Umarmen und auch mal für Streit. Für den Duft der Liebe und das Lachen jeden Tag. Für das Lächeln eines Menschen, der uns mag. Für Kuchen am Morgen und Stille im Bauch. Für Vögel, die fliegen, ja dafür auch. Für Schokolade und Kirschen und Ananas. Für Kohlrabi und Karotten und den ganzen Spaß. Für das Recht zu wachsen und Lernende zu sein. Für den Mut aufzustehen und zu sagen Nein! Für die Bilder, die wir sehen und alles, was sie sind. Für das Lachen und das Leben und die Farben darin. Für die Freiheit und das Glück, nicht allein zu sein. Für die Liebsten, die sagen Ein bisschen bist du mein! Für die Nacht und den Tag und dass die Sonne aufgeht. Für das Grün auf den Wiesen und den Wind, der weht. Für das Glitzern von Schnee im Nachmittagslicht. Für die Meere und die Wälder und dass es nicht bricht. Für die Einheit der Tiere und der Pflanzenwelt. Für den Regen, der die Sattheit der Erde herstellt. Für Kind sein und spielen ohne Angst und Gewalt. Für Frauen und ihr Recht auf die eigene Gestalt. Für Mädchen und Schule, damit es Zukunft gibt. Für eine, die nicht in Scherben liegt. Für Träume, die die ihren sind und nicht die der anderen. Für solche, die die Leiter in den Himmel hochwandern. Für die Weisheit aller Völker und ein Abendlied. Für Verlässlichkeit und Meinung, die man sieht. Für die Rechte, die wir haben, weil wir Menschen sind. Für die Liebe. Das weiß doch jedes Kind!
für die Gleichheit unter Gleichen und ein Morgenlied. Für die Ruhe, die uns einig macht und weiterzieht. Für die Welt und den Winter neue Lieder singt. Für die Mutter, die uns ins Leben bringt. Für eine Zukunft derer, die noch nicht geboren. Das schreien wir in eure tauben Ohren! For woman, life and liberty. Für Himmel berühren and feel free. Für Frau, Leben, Freiheit, Frieden. Thank you.